Ja, sehr, sehr schönes Thema heute. Das innere Glück, eine Wunde der eigenen Einstellung. Schon der Titel sagt oder suggeriert, dass das Glück etwas ist, was doch in unseren eigenen Händen liegt. Oder wir möchten es in unsere Hand nehmen und es soll möglich sein. Wie der große Philosoph Erich Fromm hat einmal gesagt, das Haben oder das Sein. Ja, das ist die Frage. Ist es das Haben, macht uns glücklich, oder ist es das Sein, das entscheidend ist? Und wir alle spirituellen Menschen, wir sind sowieso mehr geneigt zu unserem qualitätsvollen Seinzustand. Ja, wir beginnen mit der Kraft des Bewusstseins, der Einstellung. Ja, das Glück, was wir normalerweise nach außen suchen, möchten wir dessen Quelle in uns selbst entdecken, erfunden oder sogar erschaffen. Ja, darum geht es. Ja, ich würde sagen, das Glück ist doch das Leben. Der Sinn vom Leben ist, Glück zu haben, glücklich zu sein. Ich würde das Glücklichsein mit am Leben sein gleich darstellen. So, wenn wir glücklich sind, je glücklicher, je häufiger wir glücklich sind, desto besser ist unsere Lebensqualität. Ja, alle Schätze der Welt, welchen Sinn haben sie, wenn sie uns nicht glücklich machen? So, das Glück ist doch der größte Schatz eines Menschen. Es gibt auch weitere Schätze, aber Glück ist der Hauptschatz, würde ich sagen. Weil jeder von uns lebt hier, um glücklich zu sein. Und welche sind die Wege, die dahin führen? Ja, wir normalerweise haben auch normale weltliche Vorstellungen, die sind auch wichtig. Und auch wenn wir vom inneren Glück sprechen, würde ich sagen, dass wir die Dinge, die normalerweise anerkannt sind, die uns zum Glücklichsein helfen, die sollten wir weiterhin beachten. Zum Beispiel eine Lebensordnung haben, Tagesordnung haben, welche gute Gewohnheiten haben. Zum Beispiel ja, gute Gewohnheiten, ja, die uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen helfen, dass wir auf unsere Freunde achten, auf Freundschaften und Pflege achten. Ja, oder unsere Zeit gut nutzen, dass wir jeden Tag was Gutes gemacht haben, einen schönen Spaziergang gemacht haben im Park. Oder ja, manche Menschen freuen sich sehr, wenn sie Gartenarbeit machen oder irgendein Hobby. Ja, die sind Wege, ja, Musik hören oder tanzen, verschiedene Dinge, die uns glücklich machen. Die sollten wir weiterhin beibehalten. Aber zusätzlich erkennen wir den Wert der eigenen Fähigkeit, das Glück in uns selber zu erschaffen. So, ich habe, so, das heißt, ich habe die Erfahrung des Glücks nicht, weil etwas außen passiert ist, sondern weil ich sie in mir selbst mich dazu angewohnt habe, geschaffen habe oder ich weiß, was ich dazu tun sollte. So, ich denke, beides Dinge sind wichtig. Das, was normalerweise für das Glück gemacht wird, ja, wie ein paar Dinge ich vorhin erzählte, ja, gute Gewohnheiten, die uns gesund machen oder ja, verschiedene Dinge, die unsere Zeit positiv, gut für uns nutzen lassen. Ja, und Freunde schätzen, Freundekreis haben, ja, so diese positiven Sachen. Aber
Heute möchten wir über das innere Glück sprechen. Und weil doch das Allerwichtigste ist, ja, ich würde sagen, das ist der Reichtum eines Menschen. Und das erinnert mich an ein Beispiel von einem Land, Bhutan, in der Nähe von Indien. Und die messen ihre, so wie sagt man, finanzielle Kraft ihres Landes. GDP, sagt man auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es das auf Deutsch heißt. Wie reich, wie wohlhabend das Land ist, wird daran gemessen, wie glücklich ihre Menschen sind. Ja, das ist wirklich eine tolle Dinge, tolle Sache. Und das können wir auch an uns selber machen. Je glücklicher ich bin, desto wohlhabender bin ich. Ja? Und ja, außen gesehen, materiell gesehen, können wir nicht alle so ja, unbegrenzt reich sein. Ja? Deswegen sagt man, die Zufriedenheit mit dem, was wir haben, ist sehr, sehr wichtig. Das, ich denke, die Zufriedenheit ist doch der erste Schritt zum Glück oder ist die andere Seite von derselben Münze. Eine Seite heißt Glück, die andere Seite ist dann die Zufriedenheit. Ja, zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und das Glück, ja, ist wie eine Natur, die wir in uns entwickeln. Ja, wie man sagt, Menschen werden mit einer bestimmten Natur geboren. Wir haben eine so eingeborene Natur, aber dann ist auch die Natur, die wir in der Zeit, im Lauf der Zeit in uns entwickeln. Und ja, wir gewöhnen uns zu einer neuen Natur. So, wenn wir sagen, Glück ist mir das Allerwichtigste, dann pflege ich nicht die Gedanken, die mich unglücklich machen. Ja, angenommen, etwas passiert, was negativ ist, dann wie soll ich dabei glücklich sein? Ja, normalerweise, die Formel heißt, oder eine spirituelle Weisheit oder Geheimnis kann man sagen, er heißt, ein Mensch wird dann glücklich, wenn er Gefühl hat, er hat was bekommen. Und wenn wir Gefühl haben, ich habe was verloren, dann sind wir unglücklich. Ja, das Bekommen macht uns glücklich und das Verlieren macht uns unglücklich. So angenommen, was etwas passiert, was negativ ist, dann was habe ich da bekommen? Ja, so. Von außen gesehen heißt es, ich habe was verloren, ja, negativ. Ich habe vielleicht etwas von Gesundheit verloren oder Geld verloren oder irgendwelche Freundschaft verloren. Ja, irgendwas passiert. Aber dann, was bekomme ich daraus? Wenn was Negatives passiert, denken wir, welche Lehre nehme ich davon? Ja, dieser Sturm kam ins mein Leben. Aber welches Geschenk hat der Sturm mitgebracht? Oder ich nehme ein Geschenk daraus, weil ich letztendlich mein Leben glücklich verbringen möchte. Ja, so glücklich sein, positive Einstellung, dass ich immer was bekomme. Und noch was finde ich, was sehr, sehr uns hilft, glücklich zu sein, ist, dass wir glücklich werden, wenn wir andere glücklich machen. Ja? Ich kann nicht einfach allein glücklich sein, kann ich auch. Ja? Aber es soll nicht bei mir allein bleiben, weil wir sind Gesellschaftswesen. Ja, der Mensch mag Kontakt mit anderen Menschen haben. In unserem Geist sind wir mit Menschen verbunden, in unserem Leben sind wir mit Menschen verbunden, Beziehungen, Kontakte haben wir. So, wenn wir immer eine Einstellung haben, ich möchte
jedem was Gutes geben, Respekt geben, gutes Gefühl geben, ja, was Schönes sagen, was denjenigen ermuntert, ja, glücklich machen. Ja, so. Dann wir selber werden auch glücklich. Wir sollten nie denken, ich bekomme nichts von demjenigen, deswegen gebe ich auch nicht. Nein. Ja? So das nicht geben können, heißt, ich bin arm, ich selber habe nicht viel. Ja? So. Das innere Glück in uns erschaffen, indem wir unsere Einstellung einsetzen. Ja? Wir Menschen sind sehr begabt. Der Mensch kann, ja, wir sehen, wie viel Wunder hat der Mensch heute im Feld der Technik geschaffen. So, das heißt, der Mensch ist ein begabtes Wesen. Wenn er was sich vornimmt, dann die Fähigkeit hat er dazu auch. Ja, was hat der Mensch nicht geschaffen? Ja, er kann bis zu den höchsten Bergen, ja, hinauflaufen oder ins All fliegen. Was kann der Mensch nicht machen? Und das heißt, das Glücklichsein, was eigentlich das Fundament meines Lebens ist, das muss ich doch als allererstes schaffen. Ja? Und so, wenn wir alles zu einer Essenz führen, würde ich sagen, wenn wir selber glücklich sind, dann alles, was um uns ist, wie viel wir haben, was für Beziehungen wir haben, mit was für Menschen wir in Kontakt oder in Beziehung sind, so das, was nach außen liegt, da überall Widerhall, ja, dass die Energie, das Glück, was in uns drinnen ist, das widerspiegelt dann. Zum Beispiel, wenn man glücklich ist, dann macht nicht sehr viel aus, ja, wie das Wetter ist. Oder, ja, wenn man aber unglücklich ist, dann auch schöne Dinge machen ihn nicht glücklich. So eigentlich, so gesehen, ist unsere Wahrnehmung, unsere Empfindung doch von unserem Inneren sehr stark abhängig. Ja. Und deswegen sollten wir, würde ich sagen, jeden Tag den Tag mit dem Aufgehen der Sonne des Glücks beginnen. Ja, ja zum Leben, ja? Glücklich sein und mit dieser positiven Energie beginnen. Und ja, so wir können darauf meditieren, über Glück meditieren, ja, in uns selber schauen, ja, egal wie viele Erklärungen ich dafür habe, warum ich unglücklich bin, ja, die tue ich auf eine Seite. Ja. Wenn was Negatives in unserem Leben ist, dann versuchen wir sowieso, es irgendwie zu verändern. Und diesen veränderten Zustand, ja, den stellen wir uns vor. Das ist das Wunder der Einstellung oder das Wunder der Meditation, dass über ein neues Denken kommen wir zu unserem eigenen neuen Selbst. Ja, so. Und diese, ja, so wir beginnen den Tag mit der Einstellung des glücklichen Seins. Ja? Und die Wolken des Unglücklichseins und so weiter, ja, traurig sein. Klar, wir alle gehen durch, ja, viele Arten von Lebensstufen, sagt man, oder verschiedene Sachen, die im Leben geschehen, ist klar. Es ist hart, viele Menschen heutzutage, ja, leiden unter Einsamkeit oder, ja, die Liste der Leiden, die Liste der Probleme ist wirklich lang, aber wir denken an die Lösung. Ja? Wir denken, ich bin tapfer, ich bin kraftvoll, ich schaffe es. Und es ist doch eine Frage meiner Einstellung.
So, ich erstmal begrüßen wir Zufriedenheit in unserem Leben. Ja, wir, zum Beispiel können uns schon zum Tagesanfang vornehmen, alles, was heute geschehen wird, ich will zufrieden sein. Zufriedenheit, wie man sagt, ist die erste Stufe zum Glücklichsein. Zufrieden sein mit sich selbst, zufrieden sein mit Menschen, ja, und mit Schicksal und mit dem Schöpfer. Ja, wir beschweren uns nicht gegen ihn, gegenüber ihm. Wieso hast du so eine Welt geschaffen? Ja? Oder warum gerade habe ich dieses oder jenes Problem? So, nee, was ich nicht habe, darauf lenke ich nicht meine Aufmerksamkeit. Das betrachte ich nicht mehr. Aber um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, erstmal sehe ich, was ich habe. Die Menschen, mit denen ich lebe, ja, ich soll mit ihnen zufrieden sein. Und sie werden mir wirklich sehr dankbar sein. Ja, weil jeder Mensch ist sehr sensibel. Man merkt, wie wir zu ihm stehen. Und wenn wir zufrieden sind, ja, dann nehmen wir wirklich Stress weg, auch von anderen. Und es tut uns selber auch gut. Ja? Alles ist okay. Und wie Geistige, wir sind alle geistige, erwachte Menschen, ja, die zu diesen Mittwochsabenden kommen. Es, ja, ist ein sehr toller Kreis. Und wir wissen, dass unsere Einstellung, unsere innere Energie hat doch die Wirkung. Ja, so ich bin auch gegenüber mich selbst zufrieden mit meinem, egal was ich habe, ja, meine Gesundheitslage, zufrieden. So diese Kraft der Zufriedenheit, ja, bringt mit sich Frieden, man sagt zufrieden. Und ja, wenn man friedlich ist, dann ist man auch glücklich. Ja? So das sind die Dinge. Und vielleicht können wir eine Meditation jetzt vielleicht machen. 2 Minuten, ganz kurz Meditation. Und am Ende können wir eine längere Meditation machen, dass wir uns in diesen Zustand, in das Gefühl des Glücklichseins bringen. Ja? Machen wir. So, ich will dann ein paar Sätze sagen. So machen wir eine Meditation über das Glücklichsein. Ja. Ich bin der erwachte Buddha, der Erleuchtete. Ich kenne das Geheimnis meiner eigenen Seelenkraft. Ich bin der Schöpfer meiner Einstellung und dadurch meiner Empfindung. Nun akzeptiere ich das Gefühl, glücklich zu sein. Wie ein goldenes Licht strahlt Glück von meinem Inneren wie eine kleine Sonne des Glücks strahlt in meinem Inneren. Glücklich sein ist der Weg,
und das Ziel meines Lebens. Nicht das Haben, sondern das Sein ist entscheidend. Das Gefühl des Glücks, des wahren Glücks, verbreitet sich überall in allen meinen Gedanken und Gefühlen. Ich bin der goldene Buddha des Glücks. Dankeschön. Das goldene Sein. Man sagt, das echte Gold, wenn es mit keiner Legierung vermischt ist, ist sehr weich, ist biegsam. Real Gold can mold itself. Ja, das heißt, wenn wir spirituell gesehen wie ein echtes Gold sind, sind wir anpassungsfähig. Keine Legierung. Wenn wir sagen, nein, ich verändere meine Einstellung nicht. Ich bin wie ein hartes Metall. Ja. Ich breche, aber biege mich nicht. Das ist nicht gut. Das heißt, ich habe zu viele Legierungen in mir, die mich nicht anpassen lassen. Ja, was bringt mir auf einen Punkt zu beharren, wenn darunter mein Glück verloren geht, meine Beziehungen leiden. Weil wir können nicht über lange Zeit glücklich sein, wenn wir mit keinem anderen zurechtkommen. Ja. Es ist wichtig, dass mit Mehrheit der Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben wir glückliche Beziehungen. Und man sagt, für einen spirituell entwickelten Menschen, dass mit 95% der Menschen sehr gut zurechtkommen. Heißt, da läuft wirklich sehr schöne Beziehung. Und 5% wird noch zugelassen, weil wir noch nicht vollkommen geworden sind. Ja, aber dieses 5% muss auch mit der Zeit geschafft werden. Das heißt, irgendwann fast 100%. Und ja, es kann sein, dass vielleicht unsere nicht glückliche Beziehung, nicht zufriedene Beziehung, liegt nicht an uns, sondern an die andere Person. Aber solche Fälle sind nur bis zu ein paar Prozent erlaubt für einen spirituellen Menschen. Ja, ein spiritueller Mensch sollte über so viel innere Wirksamkeit, Anpassungsfähigkeit, so viel Weisheit verfügen, dass er mit jedem zurechtkommt. Ne? Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, dann sagen wir nicht, ja, ich fahre einfach immer geradeaus, egal ob die Straße biegt oder nicht. Nee, ich muss mich bei der Straße halten. Ne? Und nur dann kann ich korrekt fahren. Und das heißt, wann immer unser Glück verloren geht, heißt, wir haben irgendeinen Zusammenstoß gemacht, weil ich
nicht mich anpassen konnte. Das ist das eine. Und weil wenn wir außen immer Unfälle machen, Unfall heißt immer in Zusammenstoß kommen, in Konflikten kommen, aber sagen, nee, ja, das alles ignoriere ich, ich bin innerlich glücklich. Nein, beides muss Hand in Hand laufen. Der Anfang ist mit dem Glück im Selbst, in dem Inneren. Ja? Wir denken, ich bin eine Seele. Das Glück liegt in meiner Hand. Wie schön. Ja? Ich bin nicht den Umständen zugeliefert, ja, hilflos zugeliefert. Wenn die gut sind, dann geht mir gut. Wenn die nicht gut sind, dann halt, geht mir nicht gut. Nein. Egal wie meine Umstände sind. Ja? Deswegen zeigt man manchmal, dass die viel erleuchteten Menschen haben sehr, sehr wenig um sich als so Waren, aber sie haben großen Reichtum in dem Inneren. Ja, das ist auch ein sehr schönes Gefühl, dass wir den Reichtum neu definieren, ja, dass wir die Millionären des Glücks wegen. Ja. Auch wenn wir außen ein sehr bescheidenes Leben führen, aber der Millionär des Glücks, ja, und der kann alle bereichern. Ja. Der selber hat, kann auch anderen geben und dadurch wächst das auch. Ja, durch das Geben. Ja, die spirituellen Schätze, die wachsen durch das Geben. Ja, die materiellen Dinge nehmen ab. Ja, wir können nicht unbegrenzt weiter materielle geben, aber die spirituellen Dinge, die wachsen durch das Geben. Der Samen wird erstmal innerlich, ja, mit eigener Initiative gepflanzt, gesät. Ja, wie zum Beispiel der Gedanke, ich bin eine Seele, ich bin Gottes Kind und deswegen bin ich meinem Vater ähnlich. Er ist der Ozean, ein unbegrenzter Ozean des Glücks. Ja. Das höchste Bewusstsein. Warum heißt denn Bewusstsein Hochbewusstsein? Weil es positive Eigenschaften hat. Glück ist das hauptpositive Eigenschaft. Die anderen auch positive Eigenschaften, ja, genauso wichtig sind zum Beispiel Liebe, Frieden, ja, Selbstachtung. Die sind genauso wichtig, aber heute sprechen wir über Glück. So, der Samen wird zuerst in eigenem Bewusstsein gesät. Und dann wird dieser Samen gepflegt, wie, ja, Samen muss gegossen werden, gegossen, den Samen einer neuen Qualität, die wir in unserem Geist gesät haben, ja, die wird gegossen durch Aufmerksamkeit. Ja, ich mache mich immer wieder davon bewusst, dass ich glücklich sein möchte oder glücklich sein meine Natur ist, meine Natur werden sollte. Ja? Und nicht, weil, wenn das läuft, gut läuft, jenes gut läuft, nein. Unabhängig vom Außen, meine eigene Natur soll glücklich sein. Ja? Als ich neu auf dem spirituellen Weg war, was mir sehr stark geholfen hat, war der Gedanke, Gott hat nichts und dennoch ist er so glücklich. Was hat er? Materiell gesehen gar nichts. Ja. Und, aber dennoch, ja, heißt er der Reichste überhaupt. Ja. Ein Geist, der so reich ist. Ja, Glück, wie eine Sonne des Glücks. Und ich bin sein Kind, ich trage ähnliche Genen in mir, ja? Ähnliche Natur in mir, auch ich möchte so sein. So jeden Tag beginnen wir mit einem erwachten Buddha,
goldenen Buddha des Glücks. Ja, Glück ist die Sonne, die in unserem Herzen jeden Morgen aufgehen sollte, Augen sollten leuchten, ja, Gesicht soll Glück, ja, zeigen, automatisch, natürlich, und unsere Worte sollten Glück geben. Das ist sehr wichtig, dass wir Kontrolle über unsere Worte haben. Ja. Das, was wir in uns sehen, der Samen ist gesät, Samen ist diese Erkenntnisse und diese Entschlossenheit. Ja, Erkenntnisse, dass ich ein Seel bin, ich bin die Schöpfung des Vollkommenen, also ich trage auch die Essenz der Vollkommenheit in mir. Das ist ein Samen, diese Erkenntnisse und meine Entschlossenheit. So möchte ich sein. Ich möchte diesen Samen zum Baum werden lassen, wo unendliche viele Früchte des Glücks gedeihen, wachsen, wovon ja, unzählige Menschen was haben können oder Wesen alle können haben. So, dieser Samen wird zuerst gesät, dann wird er gegossen durch die Aufmerksamkeit. Das heißt, morgens darauf meditieren, ich bin die Sonne des Glücks. Ja, ich bin die Schöpfung des, ja, des Bewusstseins, Gottesbewusstsein, das Allmächtige. Was macht er mit seiner Kraft? Er verbreitet das Glück. Ja. Alle spirituellen Weisheiten, sie führen oder sollten uns zum Glück führen. Ja, Frieden ist der erste Schritt, dann die Zufriedenheit, dann das Glück. Und ja, so dieses Pflegen. Und dann, wenn wir unsere Talente, diese neu geborene Eigenschaft des Glücklichseins in die Praxis umsetzen. Das heißt, wir nehmen es vor, ich will keinem Leid zufügen. Ich will keinem was sagen, was sein Glück irgendwie erschüttert. Nein, stattdessen will ich nur Glück geben, weil ich gebe nur das, was ich habe. Und das, was ich gebe, geistig, das wird in mir selber stärker. Ja? Und angenommen, wir haben doch Fehler gemacht. Ja? Wenn nicht heute, vielleicht in der Vergangenheit, da kommen uns immer wieder reue Gedanken hoch. Wir werden immer wieder unglücklich, wenn wir an dieses Ereignis, was in der Vergangenheit liegt, denken. Ja? Was wir nicht ändern können. Egal wie oft wir daran denken, werden wir nur unglücklich. Und deswegen sollten wir sagen, das Glücklichsein ist meine Religion. Ja? Also ich bekenne mich dazu, ich stehe dazu und ich habe auch Recht dazu. Ja? Auch wenn wir was Schlechtes getan haben, wir verzeihen uns. Wir verzeihen die anderen. Ja, es ist manchmal viel leichter, andere zu verzeihen als sich selbst. Aber irgendwann muss man sich selbst auch verzeihen können. Ja, das ist die Liebe für sich selbst. Man sagt, Gott möchte, ja, dass ich glücklich bin. Und weil darum hat er mich geschaffen. Nicht um zu leiden, sondern um glücklich zu sein. Der Sinn vom Leben ist, glücklich zu sein. Ja, der glückliche Mensch macht andere auch glücklich, die um ihn sind. Und einmal habe ich was ganz Interessantes gelesen. Ein Psychologe hat gesagt, wenn man einfach Übung macht zu lächeln, ja, auch wenn man keinen Grund dazu hat, man macht einfach so diese technische Übung, man lächelt 5 Minuten, dann irgendwann ja, der Geist, das Unterbewusstsein macht mit, weil das Unterbewusstsein denkt, ja, wenn der lächelt, dann muss schon was Gutes passiert sein. Ja, das ist ein positives Selbsttrick. Machen wir aber nicht. Ja? Und das heißt, so unser Glück zeigen, ja, alles, was um uns ist,
mit Glück segnen. So, vielen, vielen Dank für das lange Zuhören. Und ja, wir können meditieren. Und ja, machen wir eine kleine Meditation. Okay, machen wir. Wir meditieren über das Licht. Ich bin voll mit dem Licht des Glücks. Das Glück ist wie ein Diamant mit vielen bunten Strahlen. Ich stelle mir so vor, dass ich Diamantenpulver von dem Glücksdiamant, habe ich überall auf mich gestreut, von Kopf bis zu den Füßen, auf allen meinen Kleidern. Überall liegt der Pulver des Glücksdiamant. Also überall strahle ich die bunten Strahlen des Glücks. Ich bin der reichste Mensch der Welt. Diese Freude in meinem Herzen wird auch andere glücklich machen. Den Menschen oder Ereignissen Glück zu schenken, ist die wahre Lebenskunst. Ich bin der strahlende König des Glücks. Und immer das Licht des Glücks macht das Fest aus allen Ereignissen. Dankeschön. Danke für das Zuhören. Ich hoffe, ich habe ja einigermaßen Ihre Erwartung erfüllt. Sicherlich ist sehr viel noch offen geblieben. Ja. Und wenn Sie was fragen möchten, was sagen möchten, bitte teilen Sie mit. Und über Ihre Fragen werde ich darauf dann eingehen können, was Sie selber in meinem Vortrag nicht gesagt haben. Dankeschön.
Ja, ich danke dir, liebe Sumen. Ein tolles Thema und du hast es sehr schön erklärt. Sehr verständlich, mit guten Beispielen. Hervorragend. Dankeschön. Glück liegt in unseren Händen. Also wir können es selber gestalten. Das ist eigentlich eine neue oder für viele Leute eine neue Erkenntnis, weil für sie kommt das Glück ja immer von außen. Und es ist eben Glückssache, ob ich Glück habe oder nicht, ne? Aber du sagst ja jetzt was anderes. Das Glück, das ist in unseren Händen und wir können es kreieren. Ja. Ja, und was man, also dieser Wunsch nach dem Glück, der ist ja auch sehr verständlich, denn Glück ist ein schönes Gefühl, ein absolut schönes Gefühl. Und was wir nicht kennen, das könnten wir auch gar nicht erreichen wollen oder haben wollen. Also muss das Glück ja in uns sein. Und bestimmt kennt auch jeder so Momente, in denen er sich schon mal glücklich gefühlt hat. Ist ja klar. Naja, also jetzt die erste Frage. Glück und Zufriedenheit. Übrigens, zufrieden finde ich ein ganz tolles Wort. Sagt ja eben, was du auch gesagt hast, dass der Frieden. Naja, erstmal zur Frage. Glück und Zufriedenheit, das gehört doch irgendwie zusammen, oder? Auf alle Fälle. Ja, das ist, was ich sagen wollte. Wenn wir immer mit allem unzufrieden sind, ja, mit allen Menschen, die wir um uns haben, wir sind mit ihnen unzufrieden, weil wir so intelligent sind, dass wir immer Fehler in jedem finden können, ja, und überall haben wir was zu sagen. Politik ist gut, Wetter ist, sorry, schlecht, das ist schlecht, jenes schlecht. Wenn wir mit allem unzufrieden sind, dann können wir weder Stolz haben in unserem Leben. Wir haben gar nichts, worüber wir so viel stolz sein können. Wir sind sogar unzufrieden. Und dann glücklich können wir auch nicht sein. Ja, deswegen denke ich, dieses Feuer der Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist wie ein Feuer, was im Inneren immer brennt und alles verbrennt. Ja, egal, was wir bekommen, egal, wie viel Liebe uns gegeben wird, wie viel Respekt uns gegeben wird. Aber diese innere Unzufriedenheit verbrennt einfach alles. Und dann ist es nie genug. Es ist wie eine Habsucht, ja. Wer immer Habsucht hat, der hat nie genug. Ja, weil diese Sucht sagt, nee, ich habe nicht, wie viel ich haben sollte. So deswegen, Zufriedenheit ist so eine Befreiung. Es ist wirklich eine Befreiung. Ja, alles ist okay. Ja, ich muss mich nicht unendlich weiter immer zum was mehr bekommen, so anstrengend. Nee, was ich habe, ist okay. Ja. Und wir Menschen machen auch so Bemühungen für die Verbesserungen in unserem Leben. Aber die sollten mit Zufriedenheit im Inneren getan werden. So Zufriedenheit ist die Basis, ist der erste Schritt zum Glück. Ja, also wenn Zufriedenheit und Glück zusammengehören, also der Frieden und das Glück zusammengehört, dann sieht es ja in der Welt nicht so schön aus. Also, denn sehr friedlich ist diese Welt für mein Empfinden nicht. Also fehlt offensichtlich auch ganz viel Glück. Ja. Aber hier gibt es eine Mitteilung oder eine Nachricht von jemand, hat hier was aufgeschrieben. Ich lese es mal vor. Vielen Dank, Sumen. Vielen Dank auch für die schöne Abschlussmeditation. Eine Vorstellung machte sich in mir breit, die ganze Welt mit Glück zu überschütten. Es ist Ja. genug Glück für uns alle da. Oh, wie schön, wie schön. Ja. Also das ist natürlich eine tolle Einstellung. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie du eben vorhin sagtest, die ganze Welt ist unglücklich. Dann, das ist genau unsere Aufgabe aus Liebe, dass wir allen Menschen, ja,
durch unseren Geist, durch unsere Vorstellung einfach Glück schenken. Ja, das heißt, wir machen die Vorstellung, alle Wesen werden glücklich. Mit Wesen meine ich Menschen und Tiere. Ja? So alle sind eingeschlossen, alle Lebewesen, obwohl wir meistens nur von Menschen sprechen. So, alle mögen in ihrem Herzen Glück haben. Ja, glücklich sein. So, das ist eine Liebe, Liebe für Mitmenschen. Ja, wenn man allen gut geht, geht uns auch gut. Ja, das erinnert mich an einen Vortrag, den ich vor vielen Jahren einmal in Hamburg gehört habe. Das ging auch ums Glück. Der Titel war, glaube ich, Die Wissenschaft vom Glück. Und als Essenz kann ich nur sagen, dass dabei herauskam, wer Glück selber an andere weiter oder gibt, der bekommt auch ganz viel Glück zurück. Und zwar wurde das wissenschaftlich untersucht, welche, also anhand von 5 verschiedenen Menschentypen, kann man mal so sagen, es wurde untersucht, wer dann die glücklichste Person davon ist. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur noch, es gab jemanden, also jemand, der sehr viel Reichtum hat, der nimmt, also ein Dieb, der das anderen wegnimmt und dann was hat. Und der eine Person, die gibt. So, und derjenige, der hat eigentlich eine ständige Sorge, dass es eben irgendwie verloren geht, was er hat. Der nimmt, der hat eigentlich ein schlechtes Gewissen, auch wenn es manchmal schwer vorstellbar ist, aber das ist wohl sehr weit verbreitet, dass die irgendwie doch ein schlechtes Gewissen haben. Und die Person, die gibt, das war die glücklichste Person von allen. Man muss nicht reich sein, um etwas geben zu können. Man kann auch ein Lächeln geben oder. Stimmt, ja. Ja, genau. Genau. Gutes Wort, gute Gefühle. Ja, wenn wir denken, ich muss jedem Glück geben, heißt über meine Worte, wie ich mit demjenigen umgehe, ja, Respekt geben, was Gutes hinterlassen. Und es kommt an. Und wie bekommen wir denn was zurück? Weil sein Herz uns Gutes wünscht. Ja, wenn jemand uns wirklich geholfen hat, ja, dann es ist einfach natürlich, dass unser Herz demjenigen auch gut wünscht. Ja. Und deswegen, dieses Geben zwar heißt Geben, aber wird am Ende doch das Nehmen. Und das ist die schönste Lebensart, die Zusammenlebensart, weil wir Menschen können nicht, wir wollen nicht allein sein. Ja, wir mögen Mitmenschen sein. Und das ist schön, dass wir die Einstellung des Gebens haben, dann bekommen auch alle. Es gibt ein Lied von Udo Lindenberg, da kommt in diesem Text kommt er vor, manchmal muss man das Glück auch zwingen. Ja. Was sagst du dazu? Hat er recht? Vielleicht meint er, dass wenn etwas nach außen, in außen was passieren sollte, ne? Zum Beispiel, wenn man denkt, ein schönes Haus zu haben, das ist mein Glück, dann muss man sich darum auch bemühen. Ja? Oder wenn man denkt, ja, diesen Partner möchte ich haben. Okay. Ja. So, vielleicht hat er gemeint, etwas, was nach außen liegt, auch wenn es, der Mensch, der diesen Satz gesagt hat, hat eigentlich damit das innere Glück gemeint, dann können wir es so verstehen, dass wenn unsere innere Trägheit kommt oder unsere Gewohnheit des Unglücklichseins wieder die Überhand nehmen möchte, sagen, nee, weil wir haben uns einfach so sehr dazu abgewohnt, unglücklich zu sein. Und in der Natur fühlen wir uns in Anführungsstrichen wohl, im Unwohlsein sich wohlfühlen, ja, das genau sein, weil einfach diese Trägheit, ja. Und aber dann muss man sein Glück zwingen, das heißt etwas dafür tun. Ja, so wir spirituellen Menschen, dann wollen wir das erstmal auf uns beziehen, weil andere Menschen wollen wir nicht zwingen. Ja, das geht nicht. Das
funktioniert nicht oder hat kein gutes Ergebnis am Ende. Aber wenn wir uns selbst dazu zwingen, heißt uns ja etwas hart mit uns sagen, komm, ich habe doch dieses Leben, auch wenn wir in Wiedergeburt glauben, dennoch sollten wir jedes Leben als einmalig Leben nehmen, als ob das einzige Leben wäre. Und so sollte man es leben, ja. Jeden Tag sollten wir schon leben, weil jeder Tag ist ein kleines Modell des Lebens an sich. Und so anstrengend, ja. Ich wechsle meine Kleider. Ne? Angenommen, wir immer in derselben Kleidung sind, dann kann man auch vergessen, dass Kleider zu wechseln. Aber nee, ja, ein guter Mensch wechselt auch seine Kleider. Und gut ist, dass er jeden Tag das tut, frisch sein. So, wenn wir jeden Tag ja, das Glücklichsein braucht auch die Einstellung der Neuheit. Ja? Weil wenn immer alles immer das Gleiche ist, dann wird es auch langweilig. Ja? Um Glück zu erfahren, eines ist, dass wir Glück als unseren Dauerzustand haben, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Und andere ist, Glück zu vermehren. Um zu vermehren, brauchen wir immer Neuheit. Ja, immer was Neues muss passieren. Ja, zum Beispiel, Essen macht uns glücklich. Und dann, wenn wir sagen, aha, heute probiere ich diesen Neukost. Ja, dann, okay, das macht uns auch glücklich. Oder ich trage heute ein anderes Hemd, andere Farbe, ich höre heute eine andere Musik. Was? Neuheit, ja, hilft im Außen. Und im Inneren hilft neues Denken. Ja, und deswegen für einen spirituellen Menschen ist gut, wenn er jeden Tag einen Satz für sich nimmt, was seine Selbstachtung erhöht. Ja, was ihm ein gutes Gefühl über sich selbst gibt. Und das kann man als sein Morgenklasse nennen. Ja, wir beginnen den Tag mit einem positiven Satz. So immer Neuheit. Um Glück oder diese innere positive Kraft zu erhöhen und damit die Basislage langsam höher wird. Was meine ich mit der Basislage? Basis ist die Ebene, zu der wir immer wieder zurückkehren. Angenommen, wir sind an einem Tag sehr glücklich oder an einem anderen Tag etwas depressiv. Aber wir kehren immer wieder zu unserem normalen Basispunkt zurück. Ja, nach der Ekstase kommen wir nach ein paar Tagen wieder zurück zu diesem normalen, ja, was für uns normal ist, Zustand. Oder auch wenn wir wirklich im Keller sind, irgendwann so gefühlsmäßig, denke, nee, ja, so tief bin ich gefallen. Aber dann kommen wir wieder zurück zu unserem Basispunkt. Und dieses Basis sollte mit der Zeit erhöht werden. Und diese Erhöhung von der Basis ist immer durch welche Neuheit? Ach so, wir gehen sozusagen eine Treppe Ja. oben. Ja. Zu dem, was du eben gesagt hast, passt ganz gut hier das Kommentar von einer Zuschauerin. Ich brauche nur an Gott zu denken, um glücklich zu sein. Stimmt, Ja, das wie ist es. wir Gott uns vorstellen, das haben wir hier ja in verschiedenen Vorträgen auch schon mal erzählt. Oh, es gibt noch eine weitere Wortmeldung. Ist es nicht notwendig, auch hin und wieder unglücklich zu sein, um zu spüren, nicht zu vergessen, was Glück ist? Braucht es nicht für alles Dualität, um es zu erfahren, wie Licht und Dunkel, Gut und Böse und so weiter? Eigentlich mussten wir nach unglücklich sein gar nicht suchen. Ja, da passiert immer wieder irgendetwas. Aber wie gesagt, die Basis, Basislage, die soll immer erhöht werden. Und ich denke nicht, dass wir jeden Tag eine Unglückserfahrung brauchen, um Glück zu schätzen. Ja, wenn eine andere Person hat eben vorhin gesagt,
Es also braucht nur an Gott zu denken, um glücklich zu sein. So, Gott macht keine negativen Erfahrungen, um glücklich zu sein. Und ja, okay, wenn wir sagen, nee, dennoch ist es mir wichtig, mein Glück schätzen zu können, dann kann man sagen, okay, wir haben so viele andere Menschen, denen es schlechter geht. Man muss nicht selber es erfahren. Oder wenn man selber erfahren hat, dann hat man vielleicht eine, was heißt vielleicht, ja, wir alle machen negative Erfahrungen auch. Und deswegen bemühen wir uns, um glücklich zu sein. Warum machen wir diese meditativen Übungen? Weil wir zum Glück hin wollen. Das heißt, wir kennen bereits den Zustand des Unglücklichseins, ja. Und der Mensch, der im Paradies geboren ist, ja, wenn diese Welt ein Paradies ist, als Beispiel, als Vorstellung, wo Leid einfach überhaupt nicht bekannt ist, wo immer alle Menschen ja immer glücklich sind, denn sie sind glücklich, ohne es so bezeichnen zu können. Ja, und ich denke, es ist besser so. Wie ein Kind, ein kleines Kind. Wenn ich sage, ja, ich bin glücklich. Es ist glücklich, ohne es so bezeichnen zu können. So, ja, und das heißt, wenn wir auch dieses Unbefangenheit in uns haben, ein unbefangenes Glück haben, als eine Natur des Glücks, ja, weil der geht uns auch gut. Ja. Danke. Ja, das ist eine schöne Erklärung. Wir brauchen nicht unglücklich zu sein, um das Glück wertschätzen zu können. Ja. Es gibt ja auch den Ausdruck der Glückseligkeit, also ja, des dauerhaften Glücks. Ja. Ja. Das ist ja gut gesagt. Zufriedenheit, der erste Schritt, dann das Glück. Und dann die Glückseligkeit. Ja, das ist sehr schön. Ja, ja, das sind doch mal Ziele für das Jahr, ja, 2022. Ja. Mhm. Danke an dich, Sumen, für den schönen Vortrag, die schöne Meditation und dass du immer bereit bist, hier uns gerne von deinem spirituellen Wissen etwas abzugeben. Und es zu ja, danke Martin für die tolle Vorbereitung, Organisation und die Einladung. Und danke auch an die Zuschauer. Und ich würde vorschlagen, wenn die Zuschauer, Zuhörer auch ihre Themen uns nennen wollen, über was sie gerne hören möchten, dann vielleicht können sie dir auch das mitteilen. Und dann können wir schauen, welche Vorschläge von Menschen kommen. Dann können wir auf sie auch eingehen. Mhm. Ja, dann wir können meditieren. Ich habe erkannt, dass Glücklichsein die Art des Lebens ist. Die Weisheit des Lebens ist. Ich liebe mich selbst zuerst. Und deswegen baue ich mich selbst auf. Ich tue mir das an, was mir gut ist.
Das Glücklichsein mache ich zu meiner Natur. Ich mache zufrieden sein zu meiner Natur. Und ein Herz für all zu haben zu meiner Natur. Das Leid aller und mein eigenes zu beenden das ist mein Weg immer wieder sehe ich mein Lichtkleid an. Das mit dem Diamantenpulver des Glücks. Gedeckt ist und starrt. Das Licht des Glücks lasse ich in meinem Inneren immer leuchten. Mit diesem Licht entzünde ich das Licht des Glücks auch in anderen. Der Beweis meiner spirituellen Weisheit oder Lebensweisheit ist, dass ich glücklich bin. Ich der Erleuchtete bin die Verkörperung des Glücks. Dankeschön.